Noch 4 Tage bis zum entscheidenden SPD-Sonderparteitag, der am Sonntag über Koalitionsverhandlungen mit der Union entscheidet. Parteichef Schulz rührt weiter die Werbetrommel. Die beiden letzten Tage war er im so wichtigen Nordrhein-Westfalen unterwegs, dass er ungefähr 1/4 der Parteitagsdelegierten stellt. Aber auch der Bayerische Landesverband ist wichtig, ist nämlich der drittgrößte SPD-Landesverband. Und unter anderem dort wird Martin Schulz heute weiter werben, um widerspenstige Genossen zu überzeugen. Wir sprechen jetzt mit der Vorsitzenden der Bayerischen SPD und mit der Bundesvize Natascha Kohnen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind gerade auf einer Klausur der Landtagsfraktion in Kloster-Irsee, beziehungsweise die beginnt ja heute, wo Martin Schulz dann auch vorbeikommt. Sie sind jetzt auch kein GroKo-Fan, machen trotzdem Werbung für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Warum? Ich denke, man darf nicht verwechseln, was Sondierungsgespräche sind und was Koalitionsverhandlungen sind. Die Sondierungsgespräche haben dazu gedient, überhaupt mal abzutasten, geht da was in den großen Punkten? Kann man sich vorstellen, noch mal in tiefere Gespräche zu gehen? Und ich bin im Gesamtbild letzte Woche dazu gekommen und habe gesagt, ja, kommt, lasst uns mal weiter reden und wirklich ausverhandeln. Und dann wird am Ende bei uns jedes Mitglied in einem Mitgliedervotum entscheiden. Und deswegen werbe ich auf diesem Parteitag dafür, dass wir noch mal tiefer reingehen. Da können wir gleich noch mal ins Detail gehen. Ihr Landesverband stellt ja mit 78 Delegierten die drittgrößte Gruppe beim Sonderparteitag am Sonntag. Wie ist denn die Stimmung bei Ihnen in der Bayern-SPD? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, die Stimmung ist nachdenklich. Also es gibt Abwägungen und ich merke auch, dass immer mehr Mitglieder, je tiefer sie in das Papier gehen, mehr und mehr für sich herausfinden, dass es vielleicht doch Sinn machen könnte. Aber es gibt natürlich auch in unserem Landesverband etliche Stimmen, die sagen, auf gar keinen Fall. Und es gibt natürlich diejenigen, die sagen, es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Wir waren doch gar nicht so schlecht. Also Sie kriegen auch bei unserem Landesverband einen Querschnitt, der sich wirklich aufteilt. Gut, das hört sich jetzt aber knapp an. Sollte es eine Parteitagsmehrheit für Koalitionsverhandlungen geben, bei welchen Punkten sollte dann noch mehr für die SPD rausgeholt werden? Ich denke, was viele Mitglieder auch bewegt und auch die Menschen in unserem Land, ist, dass der Einstieg in eine Bürgerversicherung nicht gelungen ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man nochmal über eine Honorarverordnung bei den Ärzten reden muss, dass man da eine Angleichung hinbekommt, sodass gesetzlich Versicherte und Privatversicherte in eine gleiche Behandlungsstufe hineinkommen, hineinheben muss man sie. Und ich denke, das wäre schon mal nicht so schlecht. Und aus bayerischer Sicht, sage ich Ihnen ganz ehrlich, wird man auch nochmal drüber reden müssen, wie die Integrations-, Flucht- und Asylthematik tatsächlich aufgeschrieben wird. Aber gleichzeitig darf man auch nicht zu hohe Erwartungen wecken, sagt auch die Fraktionschefin der SPD, Nahles. Nun strapaziert die Partei die Nerven vieler politisch Interessierten mit einer gefühlt endlosen Abfolge von Abstimmungen. Vor den Sondierungen, nach den Sondierungen und dann noch mal zum Abschluss der Koalitionsverhandlungen. Früher, da hätten Schröder oder Gabriel Basta gesagt. Und da fragen sich jetzt viele, wieso gibt es nicht mehr Führung durch Martin Schulz? Fehlt das Vertrauen? Wir sind eine sehr demokratische Partei und das, was früher passiert ist, dass auch oft die Partei in die Knie gezwungen wurde bei manchen Entscheidungen, wo man gesagt hat, ihr müsst, ihr könnt gar nicht anders, das funktioniert in einer sozialdemokratischen Partei nicht. Gott sei Dank, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich finde es gut für die Öffentlichkeit, dass man mitverfolgen kann, wie wir diskutieren, weil damit wird immer deutlicher, um was geht es denn eigentlich am Ende, um welche Themen. Und es geht um Themen, die das Leben von uns allen direkt berühren. Die Gegner einer großen Koalition, die sehnen sich ja nach Erneuerung, nach mehr linker Politik, im Grunde auch nach der alten SPD. Aber geht das in diesen Zeiten überhaupt noch? Ja, es geht. Wir müssen einen Erneuerungsprozess durchmachen und das können wir auch schaffen. Und ich bin der Meinung, wir können es schaffen, wenn wir in der Opposition sind, aber wir können es genauso gut schaffen, wenn wir in der Regierung sind. Es muss einfach klar sein, dass wenn man in eine Regierung gehen würde, dass die Partei eine enorm große Rolle spielt, anders als es zum Teil früher war, wie zum Beispiel bei Schröders Zeiten. Der hat die Partei im Prinzip sehr, sehr stark immer in die Ecke gedrückt. Das werden wir uns tatsächlich nicht mehr bieten lassen. Und ich glaube, auf dieser Augenhöhe könnte man sich genauso gut auch in der Regierung in einen Erneuerungsprozess für die SPD begeben. Ich sehe da kein Problem. Es kommt auch, ja, ich sag mal, es hängt auch vom Selbstbewusstsein von der SPD ab. Dann wollen wir mal schauen, wie das Selbstbewusstsein am Sonntag aussieht nach dem Votum. Wie geht's aus? Das wird man sehen, aber ich denke, es wird knapp. Aber das Wichtigste wird tatsächlich die Debatte an sich sein. Und ich glaube, da ist ein hohes Interesse auch der Öffentlichkeit. Ich denke auch aus anderen Ländern. Und diese Debatte, davon gehe ich aus und mit dem Stil werde ich auch reingehen, sachlich, ernst,
ruhig und wir wägen miteinander ab. Und am Schluss werden wir uns das beste Ergebnis hoffentlich dann rausholen. Wir sind sehr gespannt. Die bayerische SPD-Chefin Natascha Kohnen. Vielen Dank.